einfach laut sprechen, damit jeder mich verstehen kann. Also schönen guten Abend, mein Name ist Oliver Till. Wir freuen uns sehr, dass wir heute den ersten Vortrag in unserer Reihe Architecture in the Age of Neoliberalism hier an der Hochschule machen können. Und ich wollte erstmal die beiden nächsten Vorträge ankündigen, bevor ich unseren Gast vorstelle. Nächste Woche ist auch wieder am 6.12. ist ein Vortrag von Nienke Happel, von dem Büro Happel Cornelisse Verhoeven aus Rotterdam. Und am 13.12. ist ein Vortrag von Pier Paolo Tamburelli von Bauku aus Mailand. Und am 13.12. findet dann auch anschließend an dem Vortrag die Weihnachtsfeier im Foyer statt. Das heißt, da gibt es eine kleine Party und das wäre toll, wenn möglichst viele Leute da wären. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, weil ich es die große Ehre, unseren Gast von heute Abend vorzustellen, Rob Krier, einer der Helden unserer Jugend. Ein ganz wichtiger Architekt, der sozusagen dazu beigetragen hat, dass sozusagen das Projekt der Moderne revidiert worden ist und eigentlich eine neue Sicht auf Architektur und Städtebau ab den 70er Jahren entwickelt wurde. Rob Krier ist 1938 geboren in Grafenmacher in Luxemburg und hat dann an der TU München studiert von 1959 bis 1964 und danach, und das ist eigentlich sehr bemerkenswert schon mal, sowohl bei Oswald Matthias Ungers in Köln und Berlin als auch bei Frei Otto gearbeitet. Das sind eigentlich so vielleicht so die größten Gegenpole, die man sich sozusagen vorstellen konnte zu der Zeit. Aber er hat bei beiden Architekten gearbeitet, zwei sehr wichtige Architekten, die ebenfalls, genau wie Rob Krier, eigentlich sehr stark die europäische Baukultur geprägt haben. Und Rob Krier hat danach nicht nur als praktizierender Architekt gearbeitet, sondern auch sich sehr lange und ausgiebig mit Lehre beschäftigt. Er war Professor in Stuttgart und an der EPFL Lausanne und hat auch Unterricht in Yale gegeben, aber war vor allen Dingen von 1976 bis 1998 Professor an der TU Wien. Und was ganz interessant ist, Pier Paolo Tamburelli, der sozusagen in 14 Tagen kommt, hat jetzt sozusagen die Stelle, die früher Rob Krier hatte an der TU Wien, eingenommen. Und also was wir bei Rob Krier vor allen Dingen, oder was wir eben besonders spannend finden, ist, dass sozusagen die Architektur nicht nur betrachtet wird als Bauwerk, sondern vor allen Dingen als Teil eines sozialen Konstrukts, nämlich der Stadt. Und es gibt eigentlich sowohl eine sehr starke Auseinandersetzung mit der Baukultur und der Kultur von Architektur, als auch mit dem Städtebau. Das ist von Anfang an eigentlich so gewesen. Und 1975 hat Rob Krier ein sehr wichtiges Buch publiziert mit dem Titel Stadtraum, was sich eigentlich mit der Idee beschäftigt, die Stadt als räumliches Konstrukt wieder oder weiterzuentwickeln. Es gab dann eine ganze Serie von wichtigen Bauprojekten, unter anderem zwei Projekte für die IBA Berlin, die wir als Studenten damals sehr interessiert uns angeschaut haben. Dann das Kirchsteigfeld in Potsdam, eine sehr große Wohnanlage, die in den 90er Jahren realisiert worden ist. Und dann eine ganze Serie von Projekten in den Niederlanden, so Ende der Nullerjahre oder Ende der 90er Jahre, Beginn der Nullerjahre, unter anderem in Helmond, Amsterdam, Den Haag und Amersfoort. Und was ich eigentlich sozusagen besonders faszinierend finde, dass sozusagen eigentlich, zumindest aus meiner Sicht, da bin ich auch gespannt, was wir auch jetzt hören im Vortrag, eigentlich sozusagen die Arbeit auch beginnt mit einer Kritik auf die Architektur des 20. Jahrhunderts und einer Kritik auf den Siam-Städtebau. Und einerseits versucht wird, sozusagen das Arsenal des Städtebaus, so wie wir das sozusagen eigentlich geerbt haben und vor allen Dingen auch die Erfahrung des 19. Jahrhunderts wieder vital zu nutzen fürs 21. Jahrhundert. Und andererseits eigentlich auch wieder einen verstärkten Fokus auf die Architektur
zu bieten mit einem Fokus auf, sagen wir mal, klassische Themen wie Symmetrie, Proportion, Komposition und so weiter. Vielen Dank, Rob Krier. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind und wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und vor allem für dieses sympathische Publikum zu sprechen. Ja, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Ich zeige hier auf der linken Seite Skulpturen, auf der rechten meine Architektur- und Städtebauprobleme. Als ich so kurz vor dem Abitur stand in meinem Gymnasium, ich war auf einer Klasse für Mathematik Spezial. Und das war ziemlich hart. Und dann bin ich zu meinem Schuldirektor gegangen und hat gesagt, ich möchte gerne in die normale Klasse übersiedeln für Sprachen. Dann hat er gesagt, nein, wenn du jemals in deinem Leben etwas Ernstes verwirklichen willst, dann kannst du das als Architekt und nicht als Künstler. So, das war mein erster Ernüchterungsschock von einem gebildeten Mittelschullehrer oder Gymnasialdirektor. Nun habe ich mein ganzes Leben lang, also vom 10. Lebensjahr an ungefähr, Figuren, kleine Figuren moduliert. Ein Onkel von mir hatte in dem Ort Echternach mit seiner wunderbaren Benediktinerabtei, wo ich dann später zur Schule ging, hatte er eine Ziegelei. Und dort bekam ich immer Lehm und habe aus dem Lehm kleine Figuren gemacht. Und dann hab ich sie ihm gebracht und er hat sie dann in seinem Ringofen hat er sie mitgebrannt mit den ganzen Töpfen, die er normalerweise produzierte. So, aber das hat mir dann der Gymnasialdirektor klar gemacht, etwas Ernstes ist Architektur, die Kunst kannst du vergessen. Dann habe ich diese Belehrung nicht so ernst genommen und habe immer parallel zu meinen Architekturthemen habe ich dann immer Figuren gemacht. Und die lasse ich hier auf der linken Seite parallel und unkommentiert mitlaufen. Sie sind alle in Ton und meistens nur so flaschengroß, sodass ich sie selbst in meinem Ofen brennen kann. So, zu meiner frühesten Jugendzeit. Meine Mutter war sehr religiös und hat uns Kinder, wir waren 4, natürlich auch jeden Tag zur Messe geschickt. Ich war Messdiener bis zum Abitur hin und dachte, wenn ich schon diesen Beruf ansteuere, möchte ich gerne im Sakralbau tätig werden. Auch darüber wurde ich besonders belehrt, denn meine Lehrer, Professor Wiedemann in München, der ein Institut hatte für Sakralbau, der hat das nicht so ernst genommen und hat versucht, mich auf die Schiene zu setzen, die mir am meisten lag, und das war Städtebau. So, mit den familiären Reisen durch Frankreich, Italien, vor allem Italien, war hier, wie Sie da an der rechten, an der linken Seite hier sehen, das waren die Städte, die man überall noch vorfand, wo Straßen und Plätze sich abwechselten. Und dann plötzlich im modernen Städtebau fingen die Helden an, die Häuser isoliert hinzustellen, ohne räumliche Klarheit. Und diese neuen Viertel habe ich in München, in Perlach, in Berlin und in Frankfurt und überall in Europa natürlich erleben können. Und mir war bei meinem Diplomabgang in München, war mir klar, dass ich das auf keinen Fall praktizieren wollte. Und zurück zur klassischen, traditionellen
Raum- und Platzkompositionen in Städte wieder zurückzufinden. Dann habe ich mich hingesetzt nach vielen verlorenen Wettbewerben und habe gesagt, na gut, mach mal einen seriösen theoretischen Text oder schreibe einen seriösen theoretischen Text zu dem Thema der Verlust des Stadtraumes im modernen Städtebau. Daran habe ich jahrelang gearbeitet, habe das Skriptum meinem Städtebaulehrer Gerd Albers nach München getragen, den ich sehr verehrte und der ein sehr gescheiter und Lehrer war und der mich während der Studienzeit an meinen Städtebauarbeiten betreut hat. Hat mich Albers kommen lassen und gesagt, leider ist dein Schrieb kein wissenschaftlicher, sondern ein erkenntnistheoretischer. Gut, dass die Städte heute so aussehen, das erkennen wir. Aber wie es dazu kam, das ist ein Rätsel. Ich habe das natürlich aus meiner Luxemburger Perspektive so gesehen, dass der Zweite Weltkrieg die gesamte damalige deutsche Intellektualität ruiniert hat und es nach dem Krieg so gut wie unmöglich war, an den Traditionellen festzuhalten und darauf aufzubauen, sondern man musste so etwas Abstraktes hinstellen. Und das haben wir dann in all diesen Städten, in den Vorstädten so erlebt. Also, nach der ganzen Arbeit an dem Stadtraum und Albers mir gesagt hat, dass er mir keinen Doktor geben kann auf diesen Schrieb, habe ich das dann an alle deutschen Architekturverleger geschickt und keiner wollte es drucken. Bis mir in San Sebastian ein Freund mich zu Gili nach Barcelona geschickt hat und Gili hat mein Buch dann in Spanisch herausgegeben. So, das ist dann zu Karl Krämer nach Stuttgart kam mit dem spanischen Buch und hat er gesagt, oh, wenn mein Freund Gustavo das gemacht hat, dann mache ich es auch in Deutsch, aber du musst es selbst finanzieren. Nun war ich damals Assistent an der Uni in Stuttgart und wir hatten im Keller eine Druckerei. Die stand meistens leer und ein wunderbarer Profi, der die Maschinen bedient hat, habe ich monatelang mein Buch selbst gelayoutet und auf Folie und in Platten gebracht, auf einen Offset-Drucker eingespannt und 1000 Exemplare von dem Buch gedruckt und es dem Karl Krämer Verlag dann zum Vertreiben, zum Verkaufen gebracht. So, das war der Anfang dieser Stadtraumproblematik. Momentchen, ich gucke mal, wie ich jetzt weiterkomme. Na, wie geht es weiter? Also hier, Moment. Ja. So, natürlich hat man als Student in der gesamten modernen Literatur geblättert. Und diese Zeichnung ist mir untergekommen von dem geschätzten modernen Architekten und Freund von Mies van der Rohe, Hilbersheimer. Der hat das gezeichnet als Vision für den Boulevard unter den Linden in Berlin. Können Sie sich vorstellen, dass so etwas denkbar wäre? Aber ja, wir haben es ja erlebt. Es ist ja alles gebaut worden. Es war nicht so radikal und nicht so perfekt, rabiat wie hier von Hilbersheimer, aber doch erschreckend. Und wie ging es weiter die nächsten Jahre? Die modernen Vorschläge von Beckminster Fuller oder Jona Friedman oder den Japanern Isozaki und diese von Rem. Nee, wer ist das? Rem Koolhaas. Ja, von Rem. Gebaute, abstrakte Gebäude in Japan sind Irrungen in diesem Sinne, freistehende, komische Häuser. Als Junge habe ich
in meinem Geburtsort Grevenmacher an der Mosel, also mit 6 Jahren noch oder 5 Jahren noch erlebt, wie über dem Himmel in der Nacht plötzlich in Richtung Köln der gesamte Himmel in Feuer stand. Und das Resultat war das da. Das ist zwar nicht Köln hier, nee, doch. Das ist Köln. Und das Resultat war das da. Und dass wir das heute noch genauso erleben in der Ukraine, ist so verblüffend menschlich absurd. So, in Stuttgart habe ich mich dann hingesetzt und habe versucht, während meiner Assistentenzeit, den Stadtplan so zu überarbeiten, als wäre nichts passiert, als wäre keine Zerstörung passiert, die Baublocks wieder geschlossen, die Stadträume wieder im klassischen Sinne wieder gefügt. Da oben ein Beispiel am Rote-Bühl-Platz, eine gigantische Leere, die vom Verkehr besetzt ist. Und in diese Leere hinein habe ich diese Struktur gezeichnet, sie im Modell umgesetzt und hier am Charlottenburger, am Schloss in Berlin, der Schlossplatz, das alte Schloss und die leeren Zeilen rundherum. Diese ganzen Leeren habe ich mit klassischer Architektur gefüllt, sodass es ein intakter Stadtraum wieder ergeben könnte. Oh ja, Amiens, aber es hätte genauso gut Berlin sein können. Ich habe dann während meiner ersten Praxisjahre habe ich in Amiens für Amiens gearbeitet und einen Plan ausgearbeitet, wie man vor der Kathedrale die ganzen Zerstörungen, die der Krieg hier angerichtet hat, wie man die wieder füllen könnte. Und das wäre vom Platz her gesehen, von dieser Stelle her gesehen, wieder ein normaler Stadtraum, natürlich gewagt, so eine Architektur direkt vor den gotischen Dom zu stellen. Das ist an dieser Stelle von hier aus gesehen. Und das ist einer der Quartiere, die man hätte bauen können, wenn nicht die Leute, die hier rundherum wohnen, meine Präsentation, die der Bürgermeister, der drolligerweise ein kommunistischer Bürgermeister war, der hat die Vorstellung meines Projektes immer in der Kathedrale stattfinden lassen. Und da waren natürlich die Leute hier rundherum immer entsetzt, zu sehen, was da passieren könnte. Und es ist natürlich gar nichts gebaut worden. Und heute gibt es dort Rasen und Wildwuchs und keine Stadt. Und das waren hier gesehen von diesem unteren Platz her auf die Kathedrale hier, eines dieser Wege zur Kathedrale hin und dann ein anderes Quartierchen direkt daneben. Das ist die eines der Modelle, die ich dann dort vorgestellt habe und die dieser kommunistische Bürgermeister getragen hätte. Und all diese Projekte während meiner ganzen frühen Praxiszeit habe ich dann meinen Studenten in Wien praktiziert. Ich habe eine Skizze gemacht, wie das hier an dieser Saint-Germain-Kirche hätte sein können. Und habe dann meine Studenten diese Häuser entwerfen lassen. Ich hatte in Wien den Auftrag, Grundlagen der Gestalt, der architektonischen Gestaltung zu lehren im ersten Jahr. Und ich hatte meistens eben die noch unerfahrenen Jünglinge, die in der Lage waren, die schönsten Häuser ganz natürlich einer neben dem anderen zu stellen. Und das hätte dann auch später in der Praxis genauso funktionieren können. Ja, Berlin, wie es nach dem Krieg aussah, in vielen
deutschen Städten und Sie sehen, was der Krieg hier produziert hat in der südlichen Friedrichstadt, Mehringplatz. Mein erster Bauauftrag in diesem Revier spielte sich an dieser Stelle ab. Und hier an der Ritterstraße hat mich der damalige Senatsbaudirektor Müller eingeladen, einen Stadtplan zu entwerfen. Und den habe ich dann auch an dieser Stelle mit lauter Kollegen ausgeführt. Was während der neuklassischen Zeit an diesem Platz passiert wäre, das hätte hier stattfinden können. Also hier ist die Ritterstraße, mein erstes Objekt an der Stelle. Und das zweite, hier waren wir 20 Architekten, die das hier gebaut haben. Ich habe den Platz gemacht. So, und Sie können sich vorstellen, dass man sehr viel Mut haben muss, um mit all diesen jungen Kollegen zusammen, einer neben dem anderen, so ein Objekt dann auch in Wirklichkeit auszuführen. Mein Plätzchen in der Mitte. An dieser Stelle hat Schinkel an der Feinerstraße dieses Haus geplant. Ich habe Schinkels Design exakt wiederholt und dann, um daran zu erinnern, sein Gesims hier oben angebracht und mit lauter kleinen Medaillons an dieser Stelle. Und hier gibt es dann in den Medaillons gibt es Le Corbusier und Alvar Aalto und all die berühmten Architekten habe ich hier aufgeführt und sie im Relief dargestellt. So gleichzeitig eine Arbeit für Paris, östlich von der Stadt Paris in Richtung Melun-Sénart. Ein Projekt, was so im Idealzustand geblieben ist. Aber was interessant war, ich konnte in diesem allgemeinen, abstrakten Modell, konnte ich solche Quartiere herausholen und jedem Quartier eine besondere innere Räumlichkeit verleihen. So wie da oder so wie da. Das war ein gewonnener Wettbewerb in Wien. Ich hatte unter meinen Studenten einen jungen Mann, der war der Sohn des damaligen Professor Wurzer, der war Stadtrat für Städtebau der Stadt Wien und sein Sohn studierte bei mir. Dann hat er seinem Papa erzählt, der Typ, der ist interessant, gib ihm doch einen Auftrag. Und deswegen bekam ich hier dieses Ding zu bearbeiten und habe mit mehreren Architekten diese Baublocks realisiert und mir ist der mittlere Platz übrig geblieben und der vordere und der hintere Teil. Zu derselben Zeit auch eine Arbeit, die ich mit Studenten ausführte, das war Mülheim an der Ruhr, ein Seniorendörfchen. Und ich habe jedem der alten Pärchen habe ich ein kleines Häuschen vorgesehen und all diese Häuser ganz verschieden anmalen lassen. Da bin ich mit meinen Wiener Studenten, sind wir wochenlang nach Mülheim gefahren und haben in einem dieser Baustellenhäuser kampiert und tagsüber den Leuten die Häuser angemalt. Und jeder hat ein Bänkchen vor der Tür, sodass die Leute auch noch das miterleben konnten. Ebenfalls ein gewonnener Wettbewerb in Berlin, Potsdam, Kirchsteigfeld. Ein wunderbarer Eichenhain an dieser Stelle, die Autobahn.
dann ein mittlerer Streifen mit einem kleinen Bach. Und ich habe das so organisiert, dass diese Quartiere, die sich hier ergeben, rund um jeweils einen mittleren Platz, dass die auch ihre eigene Schule hatten. Diese Schule gehört zu diesen Kindern und diese Schule gehört zu diesen. Und ich habe hier farbig angelegt, wie viele Architekten wir waren, ungefähr 20, die jeweils ein Haus zeichneten. Und die Baustelle. Natürlich ist es in der Zwischenzeit fertig geworden. Leider hatte ich als Generalplaner und als Verantwortlicher für den Masterplan keine Macht, meine Mitarbeitenden, abarbeitenden Kollegen korrigierend einzuwirken. Ich hatte keine Unterstützung, weder vom Bauherrn noch von der Stadt, sondern musste es praktisch dem Zufall überlassen, dass manchmal ein Haus ein bisschen schöner aussah wie das andere. Aber ich hätte sie so gerne gefühlt, wie ich das in Wien mit meinen Studenten gemacht hätte. Das ist Kirchsteigfeld, einer der mittleren Plätze. Und wie ich die jungen Kinder da hingebracht habe, habe mit den Schulen, die Kinder in den Schulen auch Häuser bauen lassen, die sie ähnlich so zusammengestellt haben. Eine Kirche in der Mitte, ein Marktplatz und jedes Haus anders. Ich zeige hier die, die ich zu verantworten hatte. Und jeweils in der Mitte, und das war das Interessante an dem ganzen Layout der Baublocks, die Erdgeschosswohnungen hatten eine Garage direkt unter ihrem eigenen Garten im ersten Stock. Und die Kinder natürlich als Nutznießler der Gartenanlage. So, und das war ein nicht gewonnener Wettbewerb natürlich rund um den, was ist denn unser? Reichstag. Und dann Reichstag. Und statt dass da so etwas entsteht wie hier, eine abstrakte große Zeile, hatte ich vorgeschlagen, dass quartiermäßig ganz normal in Straßen und Plätzen zu organisieren. Montpellier, Georges Frech, der damalige Bürgermeister, ein Sozialist von politischer Einstellung, hat mich kommen lassen und mir den Auftrag gegeben, eines der Quartiere an dem großen Bofill zu entwerfen. Das heißt, er wollte, dass Bofill nicht noch einmal weiter seine gigantomanischen Layouts produziert, sondern er hatte verstanden, dass ich mit vielen lokalen Architekten hier rundherum bauen würde. Was dann auch geschehen ist, und hier natürlich die ganzen Häuschen von meinen Kollegen. Ich wollte als bauender Architekt immer selbst auch präsent sein in dem Projekt und habe natürlich eines dieser Objekte habe ich selbst gebaut. Ja, wo ist es denn? Kommt vielleicht noch. Ja, hier, das ein oder andere Haus stammt von mir, eines sogar von meinem Bruder. Aber das ist Bofill hier. Der wollte einfach nicht reagieren und hat seine ekelhaften Wiederholungen noch weiter so produziert. Also das bin ich natürlich hier vorne. Zur selben Zeit hatte ich einen Kontakt zu Holland, mein allererster Kontakt zu einer Firma MAB. Und der Chef der Firma
Meier namens, der hat mich kommen lassen, um an einem Gebiet, was er bebauen wollte, sollte, im Auftrag der Stadt. Und da habe ich natürlich eine ganze Menge Leute eingeladen, mitzumachen. Das habe ich gemacht hier vorne. Das ist natürlich dieser Pelli mit diesen Chapeaus hier, mit diesen. So, das war mein Turm an der Stelle und ich bekam auch den Auftrag, an diesem Turm eine große Skulptur zu verwirklichen. Und in Amsterdam ebenfalls ein Quartier an einer Kirche mit einem schönen kleinen Plätzchen, was dann von vielen Kollegen verwirklicht wurde, jeder mit einem oder zwei oder drei Häuschen. Es macht eine ganze Menge Arbeit, aber so ist die Stadt entstanden. Und warum sollen wir das nicht weiter so produzieren können? Das ist ebenfalls in Amsterdam. Ich bin hier mit den zwei Türmen vorhanden. Und mit diesem Crescent-Gebäude. Also das sind jeweils ein anderer Architekt. Das bin ich wieder hier vorne und habe meinen Kollegen demonstriert, wie variabel oder welche Varianz man produzieren kann in der Gestaltung von einem Haupteingang in das Gebiet mit zwei Türmen flankiert. Und ich habe in dieses Haus ein Altersheim unterbringen können, sodass die alten Leute von ihren Balkons und von ihren Fenstern den ganzen Betrieb auf der Straße auch miterleben könnten. Ebenfalls in demselben Revier in Den Haag ein Kanal, wo ich das Wasser hier hineingeholt habe und die vielen verschiedenen Häuschen rundherum. An dieser Stelle Broekpolder, das ist nicht allzu weit weg von Amsterdam, gab es mal eine römische Ansiedlung. Und deswegen ist der Grund dieses Zentrums relativ kompakt, rechtwinklig angelegt. Eine Hauptstraße, die hier reinführt. Und in der Mitte findet sich der Hauptplatz mit einer Kirche und wieder raus. Und so stehen die Häuschen da. Eins anders wie das andere. Ich würde natürlich denken, dass vielleicht hier im Saal einige von den jungen Studenten ihrem Prof so ein Thema abverlangen. Können wir nicht auf einem homogenen Stadtgrundriss jeweils unter den 50 verschiedenen Studenten die Häuser so aufteilen und nebeneinander stellen und dann gucken, wie sich das ansieht. Eines der Eingänge zu diesem, der mittlere Platz mit der Kirche, die Häuschen. Jedes Mal, wenn ich hier aufgetaucht bin während der Bauzeit, musste ich so viele Kaffees in den Häusern trinken, weil die Leute den Architekten wiedererkannt haben. Ne? Bei Sertogenbosch, ebenfalls in Holland, eine Neugründung auf einem Golfplatz und ich war der Architekt von den Ecken und von der Mitte
Und die anderen Häuser sind von meinen Kollegen ausgeführt worden. Der Eingang in der Mitte, ein ovaler Platz, der Hauptplatz, die verschiedenen Häuser, sehr rational zusammengefasst und wenn Sie nachher sowas erleben, dass die Leute das annehmen, dann sind Sie als Architekt am meisten belohnt. Ja? Denn sonst würde das nicht passieren. Bei Amos Jocht ein Baublock und weil hier rundherum das alles so sehr, sehr verschieden war, habe ich mir vorgenommen, ich plane das selbst und versuche aus meinem Repertoire alles herauszuholen, was an Imagination mir aus dem Kopf so wächst. Und jedes dieser Häuser ist wirklich vom Grundriss her identisch, aber von den Fassaden anders. Ich konnte während meiner 20-jährigen Zeit in Holland kaum etwas am Grundriss realisieren, so wie ich das in den frühen Jahren in Berlin konnte, sondern die Holländer sind da sehr rabiat. Darum musste man die ganze Anstrengung in den Fassaden zum Ausdruck bringen. Das sind alles Einfamilienhäuser. 4,50 Meter breit, 3 bis 4-geschossig hoch. So, das ist mein letztes Projekt gewesen in Holland, Brandevocht. Holland hat die Qualität, die man in Deutschland überhaupt nicht nirgendwo findet. Aufträge können direkt an jemanden vergeben werden, an irgendeinen Planer, ohne dass Wettbewerbe vorher stattfinden. Denn so 2005 habe ich mein gesamtes Archiv dem Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt geschenkt und die haben meine Projekte alle gezählt und bei den 250 Projekten waren die meisten Wettbewerbe, die verloren gegangen sind. Und die Holländischen, die haben überlebt. Also ich konnte diese Stadt als Zentrum so komponieren, dass die verschiedenen Erweiterungen rundherum irgendwo einen Bezug direkt zu dem Zentrum erlangen konnten. Und das ist das Zentrum mit dem Hauptplatz in der Mitte einer Markthalle, einer Kirche, die nie gebaut wurde, dummerweise. Ich musste mich beim Bischof in Sertogenbosch vorstellen gehen und der hat es abgelehnt. Aber der Platz ist heute noch immer leer und die Kirche kann noch immer dazukommen. So, das ist eine Zeichnung, wie die verschiedenen Architekten zusammen rund um einen Baublock arbeiteten. Ich bin hier vorhanden und jeder Block hat einen Auto direkt Einfahrt und jedes Haus hat 2 bis 3 Parkplätze direkt im Garten hinter ihrem Gärtchen mit diesen kleinen Buden. Das sind, weil die Häuser nicht unterkellert sind, gibt es ein Berging, wie die Holländer das nennen, so ein Schuppen im Garten, wo sie ihre Sachen lagern können. Und auch dieses Thema habe ich mit meinen Studenten in Wien durchgezogen. Und das sind alles Studenten im ersten Studienjahr. Und die Häuser sind so schön, dass man sie sofort bauen könnte. Im ersten Jahr Modelle im Maßstab 1:20 von einem Teil der Häuser. Und mit diesen Modellen bin ich natürlich nach
Holland gefahren und habe den Bürgermeister und sein Echevins die Modelle meiner Studenten vorgestellt. Ne? Zur selben Zeit, an demselben Projekt Brandefort, hatte ich eine Studentenbetreuung in Rom von amerikanischen Studenten. Und denen habe ich einen Block gewidmet. Und jeder dieser Häuser ist von einem dieser Studenten gezeichnet und wurde auch exakt so, wie sie gezeichnet haben, gebaut. Mein Büro hat das technisch umgesetzt, damit die Ziegelmaße stimmten. Aber die Entwürfe stammen von den Studenten. Das könntet ihr zum Beispiel hier in Deutschland auch mal ausprobieren. So, und so sah in Brandefort die Baustelle aus. Jedes der Häuschen anders. Und so wie es heute da steht, und das sollten holländische Häuser sein. Ja, und der Marktplatz hat natürlich eine Markthalle. Und weil ich so Probleme hatte mit meinem Bischof in Sertogenbosch zum Bau einer Kirche, habe ich versucht, aus der Markthalle eine dreischiffige Markthalle zu machen, die ein bisschen ähnelt an die Dreischiffigkeit aller unserer Kirchen auf der Welt. Natürlich mit Eisen und offen als Markthalle. Und wenn die Leute das so benutzen, sind sie ein glücklicher Architekt. Die Häuser rundherum, natürlich, eine meiner Figuren steht auch auf dem Platz. Der Backstein ist in Holland natürlich ein wunderbares Geschenk für den Architekten. Das Wasser, was quer durch das Zentrum fließt, eines der Tore auf dem Marktplatz, dieser Platz. Nach meiner Anstrengung für das Gesamte habe ich mir vorgenommen, das machst du alleine. So habe ich all diese Häuser selbst entworfen. Ich hatte damals ein Büro mit 20, 25 Mitarbeitern und die haben natürlich da mitgeholfen. Lillestadt an der Säudersee. Ein Projekt, was schon gebaut war an dieser Stelle und in der Entwicklung war hier. Und ich bekam den Auftrag, diesen Hafen zu umplanen. Und das erste Stück konnte ich dann auch bauen. Und bei diesem Bau ist mir Folgendes passiert, was mir an keinem anderen Projekt in meinem Leben passiert ist. Mein Bruder ist ja auch Architekt. Und Leo meinte, ulala, in diesem Haus könnte ich mir auch vorstellen zu leben. ein schöneres Kompliment hätte ich mir niemals von meiner Familie erwartet. So, und das letzte meiner praktischen Arbeiten ist ein Justizpalast an einem Plateau du Saint-Esprit, des Heiligen Geistes in Luxemburg. Und der Minister hat mich kommen lassen und mir gesagt, wenn ich hier an dieser Stelle noch einmal einen internationalen Wettbewerb abfahren lasse, vier davon sind schon gelaufen die letzten Jahrzehnte und alle sind leer gelaufen und nichts ist dabei herausgekommen, so gebe ich Ihnen direkt den Auftrag, das zu bauen. Und dann hatte ich zwei Konzepte. Einmal so etwas, was so aussehen könnte wie ein Palais de Justice in früherer Zeit, ein großes Gebäude.
Oder, und das war der Einfluss meines Bruders, das ganze Thema einer Justizstadt zerteilen in das Friedensgericht, in das Jugendgericht, in das allgemeine Dienste, in die Bibliothek und so voran. Also Leo ist, mein Bruder ist verantwortlich für dieses dann später von mir realisierte Projekt. Er selbst wollte nicht daran teilnehmen, weil die ersten Baubesprechungen ihn so angekotzt haben, dass er nicht mehr erschienen ist. Aber wir lebten zusammen in Südfrankreich und da konnten wir uns extrem dicht austauschen und Leo war mit all diesen Operationen, die hier passiert sind, einverstanden. So, das sind die ersten Zeichnungen von dieser Justizstadt und dann der Plan, die allgemeinen Dienste, das Jugendgericht und das oberste Gericht, die Bibliothek. Bei der Einweihung 2008 war der Großherzog und seine Frau, die Großherzogin, vorhanden. Und nach meiner Vorstellung des Projektes hat sie mich in den Arm genommen und hat gesagt, Herr Architekt, zeigen Sie mir Ihr Projekt persönlich. Da bin ich mit ihr durchgewandert und als wir hier in der Bibliothek waren, hat sie gesagt, oh la la, das sieht ja aus wie im Vatikan. Also ein schöneres Kompliment habe ich niemals erfahren. So sieht die ganze Anlage zusammengezeichnet aus. Der Eingang von der Stadt her, von der Kathedrale her gesehen. Dieser Turm sollte natürlich einladend wirken. Auf dem Hauptplatz war ein Turm vorgesehen über einem bestehenden Aufzug, der 50 Meter tief die untere Stadt mit der oberen Stadt verschließt. Das heißt, von hier aus gingen über diesen Aufzug permanent Leute rein und raus und rauf und runter. Aber der Turm konnte nicht durchgesetzt werden, denn so viele Leute haben dagegen protestiert, was ein Jammer ist. Und das ist das oberste Gericht, was wir hier sehen. Ich konnte noch diese Statuen verwirklichen. So, das sind die Leute, die permanent von diesem Aufzug her in Richtung Innenstadt geführt werden. Ein wunderschönes altes Gebäude, das stammt von Vauban, dem Festungsbauer von Ludwig XIV. Und das ist der Eingang, der Haupteingang in Richtung Altstadt. Das oberste Gericht, so wie es dann gebaut wurde. Und ich muss ehrlich sagen, diese Art von Architektur hätte ich so niemals gezeichnet, wenn ich nicht 25 Jahre in Wien gelebt hätte. Mit der ganzen Kenntnis von Otto Wagner und in meiner Wohnung in der Innenstadt am Graben hatte ich von meinem Esszimmerfenster eine direkte Sicht auf ein Gesims von Otto Wagner und das habe ich hier wiederholt. Ja, das ist das interessante Gesims. Ja, es war für mich als Luxemburger natürlich ein besonderes Vergnügen, eine besondere Freude, so etwas ein paar hundert Meter von meinem Elternhaus entfernt bauen zu können. Ja, das ist die Halle des obersten Gerichts. An dieser Stelle hatte ich lauter Malereien schon aufgehängt und 3 Jahre an diesen Grisaille gemalt.
Als sie dann hingen, hat der Baubürgermeister, ein gebildeter Minister, der früher Mittelschullehrer war, abmontieren lassen. Und die lagern jetzt in einem Keller eines Freundes mit der Hoffnung, dass sie irgendwann wieder entdeckt werden und vielleicht aufgehängt werden. Und in diesen Grisaille habe ich so Themen aus der Jurisprudenz und aus den aggressiven Handlungen der Menschen und aus den versöhnenden Handlungen der Menschen dargestellt. So, das war noch die Chance, sie aufgehängt zu haben. Und dann später wurden sie dann abmontiert, da sind sie weg. Ja. Aber eine Figur hier hat erlebt, überlebt. So, das sind die Räume in diesem Justizgebäude und ich habe versucht, jeden der Hauptsitzungssäle besonders zu artikulieren. Das ist La Salle des Pas Perdus, der Saal der verlorenen Schritte. Doch können die Advokaten mit ihren Klienten auf und ab gehen und ihre Probleme besprechen. So sieht es aus in der direkten Nähe von der Kathedrale. Dort habe ich meine erste Kommunion serviert bekommen. Und die ganze Anlage ist von meinem Schlafzimmer später aus direkt einsehbar gewesen. Also es war ein sehr intimes Arbeiten. Die Figuren wurden mir nachher wieder abmontiert von diesem entsprechenden gebildeten Minister, Bautenminister. Wie alt, 200 Jahre alt von Vauban mit meinen Gebäuden zusammen kollidieren können an so einem Crash. Wie man sagt, guck mal hier, da links, das Alte und das Neue. Das ist schon ein bisschen gewagt gewesen, ne? So ein Dach unter meinem Dach verschwinden zu lassen. Einsicht in die verschiedenen Sitzungssäle. Und dabei habe ich mich auch bei der Komposition der Fassaden inspiriert an manchen Luxemburger Architekturen der Altstadt, die ich natürlich fotografiert habe und versucht habe umzusetzen. Eines der Räume innen drin. Das ist der Saal für im Jugendgericht. Das habe ich versucht, besonders intim zu machen, wo man über Jugendliche urteilt. An dieser Stelle, das ist die Bibliothek, hatte ich vor, in Latein, in Deutsch und in Französisch Texte aus der klassischen Jurisprudenz darzustellen. Das hat mir der Bürgermeister dann später abmontieren lassen. Aber man kann es jederzeit wieder hinbringen. An all diesen Projekten habe ich Karyatiden vorgesehen, die ich hier darstelle. Meistens oben in den Gesimsen. Einer der Räume innen drin, in der Mitte sehen Sie diesen Schlitz. Diesen Raum kann man zweiteilen durch eine mobile Wand, die von den Seiten her ausgefahren werden kann. Und das ist der Raum, wo die Großherzogin gesagt hat, oh, das sieht ja aus wie im Vatikan. Die Bibliothek mit der Kuppel in der Mitte. Und hier im Hintergrund könnte man mein Einfamilienhaus oder mein väterliches
Heim entdecken. So nah stand das dran. Ne? Einer der Räume im Jugendgericht. Die Kathedrale im Hintergrund. In dem Gebäude bin ich als Soldat 9 Monate inkaserniert gewesen. Und wir haben natürlich uns nicht besonders gefreut. Aber jetzt ist es ein Bestandteil meiner Cité geworden. Und wir haben das umgenutzt als Archiv für die gesamte Cité. Das ist die Bibliothek, das oberste Gericht, das Gebäude hier von Vauban aus dem 18. Jahrhundert. Und dass meine Kollegen mir erlaubt haben, das hat ein anderer gebaut, mich so nah an ihn heranzupirschen, war ein Wunder. Und von Ferne gesehen, das ist das Archivgebäude. Und der Bürgermeister der Stadt, der hat mir erlaubt, in diesem Erdgeschoss meine gesamten größeren Skulpturen auszustellen, die doch jeweils offen besichtigt werden können. Die Basis der Festungsanlage und dann die Cité obendrauf. Das letzte Gebäude meiner Karriere ist ein Wohnhausblock gewesen in Bilbao. Und ich habe das mit einem französischen Freund Breitmann, Nadin und Marc Breitmann gemacht. Das heißt, ich habe das gemacht, Marc hat das gemacht, ich habe das gemacht, Marc hat das gemacht, ich war wieder hier. Und das allerletzte Projekt hätte sein können, ein Wohnhaus in St. Petersburg mit vielen verschiedenen Skulpturen hier rundherum. Und wenn das Wirklichkeit geworden wäre, dann wäre ich nicht hier, sondern in Petersburg und würde dort Skulpturen machen. Die Skulpturen sind alle im Maßstab 30, 40 Zentimeter hoch, nicht groß, so groß, dass ich sie in meinem privaten Ofen zu Hause brennen kann. Ja, wenn das Projekt nicht von Putin gestoppt worden wäre, 1908, wäre ich heute noch daran und würde hier diese Dinger machen. Putin konnte das stoppen, weil das Gelände gehörte früher der Stadt Petersburg und er war eine Zeit lang Bürgermeister der Stadt. Und hier sieht man, was ich für Figuren und Reliefs hätte anbringen können, überall. Es sollte nicht sein. Le bon Dieu ne l'a pas voulu. Ja, das sind so meine, das war's gewesen für heute. Bin ich ja gespannt, ob Sie einverstanden sind. Ja, ja. Jetzt können wir ein bisschen mehr Licht machen. Also zunächst mal vielen, vielen herzlichen Dank für den schönen Vortrag. Und ich hoffe, es gibt jetzt jede Menge Fragen. Und ich würde vielleicht mal mit einer Frage starten. Und zwar,
bin ich eigentlich interessiert, sag mal, über diese Welt der Ideen. Ich habe so den Eindruck, dass bei Ihrer Arbeit viele Ideen aus der Anschauung. Das ist ein Mikrofon nur für online. Ich weiß nicht genau, was das ist. Und weil wir haben sozusagen hinten noch ein Video laufen. Und was ich irgendwie total gut fand, ich hatte den Eindruck, dass viele von den Ideen, die Sie entwickelt haben, kommen aus eigentlich aus der direkten Anschauung der Städte, die Sie in Ihrer Jugend und vielleicht auch später gesehen haben. Ja. Das ist und also das spürt man auch an den Arbeiten. Und ich hatte so, hab so die Wahrnehmung, dass das sozusagen auch was ist, was sozusagen eigentlich typisch ist, sozusagen für verschiedene Architekten aus ihrer Generation, die so gearbeitet haben. Ich denke da vor allen Dingen auch an Aldo Rossi und an Giorgio Grassi, aber vielleicht auch an Ungers. Und ich hätte meine Frage, mich würde eigentlich interessieren, gab es eigentlich sozusagen da auch Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Architekten in den 70er Jahren? Haben Sie auch sozusagen mit den Kollegen zusammengearbeitet oder haben sich die Ideen eher unterschiedlich, unabhängig voneinander entwickelt? Was soll ich darauf sagen? Ja. Ich meine, was mir möglich wurde in Holland, wäre in Deutschland nirgendwo, weder in München noch in Berlin noch in Frankfurt, möglich gewesen. Weil in Berlin die Auswahl der Architekten dann immer über Wettbewerbe lief und ich habe so viele Wettbewerbe verloren und die letzten Jahre seit 1908, als mein Büro zusammenbrach, habe ich noch versucht, in Berlin über Wettbewerbe teilzunehmen und habe alle verloren. Und das tut natürlich weh, dass alles umsonst ist. Und in Holland war das eben nicht der Fall. Nee, weil ich habe auch meine Wahrnehmung ist die, also ich wohne selbst in den Niederlanden, dass ihre Arbeiten sind da sehr geliebt. Vor allen Dingen auch, weil die Leute, die in den Siedlungen wohnen, sich sehr stark damit identifizieren. Ja. Und das hat, glaube ich, was zu tun, dass es sozusagen sehr verständlich ist oder nachvollziehbar für die Leute, was da passiert und worum es geht. Na, im letzten Jahr sind wir noch einmal nach Brandefort eingeladen worden vom alten, ehemaligen Oberbürgermeister. Der hat zu einer Party eingeladen, um 25 Jahre Brandefort zu feiern. Und dann sind wir durch die ganze Stadt gelaufen und gefahren worden und haben auch zusammen gegessen an verschiedenen Stellen. Und dass sich so ein alter Politiker noch erinnert, wie wichtig es war, die Gründung seiner neuen Stadt zu promovieren. Und an einen von ihm geschätzten Architekten zu übertragen. Und dass ich dann so viele andere Kollegen mit an Bord genommen habe, das hat sich an einer Stelle einmal wunderbar manifestiert. Eindhoven hat im Rhythmus von ein paar Jahren immer wieder eine große Industrieausstellung. Und dort hat man aus meiner Planung für Brandefort einen Platz ausgesucht und hat die Fassaden 1:1 in Karton aufgestellt, rund um einen Platz. Und da gab es eine Bäckerei, da gab es irgendwie einen Weinverkauf und da gab es verschiedene Geschäfte in diesen Kulissen. Und die Leute haben den Platz belebt innen drin und genauso wurde es dann später gebaut. Aber suchen Sie mal hierzulande einen Bürgermeister, der sich sowas traut. Eine Stadtplanung und die Auswahl der Architektur so zu bestimmen.
Ich meine, die Adresse, die sitzt ja hier im Saal. Ihr wollt doch später als Architekten tätig werden und ihr wollt doch im Konsens mit anderen Kollegen zusammen bauen. Aber wie wollt ihr das umsetzen? Wie wollt ihr das erreichen? Ja? Vielleicht auch eine Frage von mir. Vielen Dank für den Vortrag. Sie haben wunderschön dargelegt, wie Qualitäten im Stadtraum denkbar sind und gestaltet werden können. Meine Frage ist ein bisschen, wie wichtig ist Ihnen Authentizität in der Architektur? Was? Also das Authentische in der Architektur. Wie wichtig ist es zum Beispiel, dass Grundriss und Fassade zusammenhängen oder Konstruktion und Fassade? Im Idealfall wäre das Schönste, was einem Architekten passieren kann. Aber ich habe schon erwähnt, in Holland konnte ich nie im Grundriss etwas realisieren. Das Bauwesen in diesem Land ist derartig schon standardisiert. Da wird Platte aufgestellt und die werden. Mir blieb es übrig, die Fassade zu individualisieren. Und dann natürlich habe ich erlebt, dass die Leute natürlich ihre Wohnungen innen drin so persönlich einrichten, dass ob individuell gestaltet von einem Architekten oder von einem Bewohner, der Unterschied null und nichtig, fast null und nichtig ist. Gibt es weitere Fragen? Ja, ich reiche das mal so rum, ihr müsst aber trotzdem sehr laut sprechen. Genau, also meine Frage ist, wie Sie das betrachten. Ja. Okay. Ich muss nochmal meine Frage sortieren. Ich gebe es uns gerne weiter. Das hat mich gerade ein bisschen nicht mehr gemacht. Vielen Dank für den Vortrag. Vielen Dank für den Vortrag. Das ist voll schwer, so laut zu sprechen. Sie haben am Anfang erwähnt, dass Sie früher eigentlich Sakralbauten bauen wollten. Und das ist ja nach wie vor natürlich ein sehr wichtiger räumlicher Baustein in der Stadt. Und ich fand es sehr interessant, dass Sie bei einem Projekt versucht haben, diese Wirkung oder vielleicht auch dieses Konzept des Sakralbaus mit einer anderen Programmatik zu verknüpfen. Haben Sie das Gefühl, dass das funktioniert? Also kann man diesen Effekt des Sakralbaus mit einem anderen Programm imitieren? Oh la la. Ja, die Markthalle in Brandenburg ist natürlich ein lächerliches Beispiel. Da, wo ich die Kirche vorgesehen habe, dieser Platz ist noch immer frei. Und wenn sich natürlich in der Bewohnerschaft das Bedürfnis formiert, dass sie eine Kirche brauchen, dann können sie es an dieser Stelle realisieren. Aber der Sakralbau ist über Tausende von Jahren in allen Kulturen der Welt immer der wichtigste Träger der schönsten Architektur geworden, in allen Ländern der Welt. Sie können ein Rathaus können Sie nicht so aufpäppeln, dass es so aussieht wie eine Kirche. Oder das. Also während meiner Studienzeit habe ich in den ersten Jahren, wo es ums Entwerfen ging, habe ich mich entschieden, mit einem Freund zusammen eine gotische Kathedrale in Frankreich aufzumessen. Und wir sind 2 Jahre in Auxerre, 150 Kilometer südlich von Paris, hängen geblieben. Dort hat der Archiprätre uns ein Häuschen neben der Kathedrale zur Verfügung gestellt, was wir jahrelang nutzen konnten und auf dem wir die Pläne der Kathedrale auf schweren Karton auf einem großen selbstgebauten Tisch aufgezeichnet haben. Das heißt, wir haben auch quer durch die Kathedrale ein Draht gespannt und auf diesen Draht hin haben wir senkrecht all die ganzen Säulen hin projiziert und aufgemessen. Ja, das hat der moderne Sakralbau
nicht leisten können, auch wenn ich noch so eine große Hochachtung von Le Corbusiers Ronchamp habe, aber es hat innen drin nicht die Qualität, räumlich nicht die Qualität einer einfachen Basilika. Und man darf eben den Sakralbau auch nicht pervertieren, indem man denkt, dass andere Funktionen der Stadt könnten genauso gut monumentalisiert werden. Das sollte man bitte lassen. Und was wäre dann, wenn keine neuen Kirchen mehr gebraucht werden würden? Nochmal. Was wäre, wenn keine neuen Kirchen mehr gebraucht werden würden? Das Thema habe ich schon so oft gehört. Ja, die schönsten Kirchen sind ja schon gebaut. Aber in diesem Kirchsteigfeld hatte ich einen Platz, der extra vorgesehen wurde für eine Kirche. Die Kirche wurde gebaut nicht von mir, sondern von einem italienischen Architekten Borelli, der schon 20 andere Kirchen gebaut hat. Und diese Kirche hat eine Qualität, nicht architektonisch. Es ist ein ganz banales Objekt geworden. Aber Borelli hat vor dem Bau einen mit Häusern umstellten Platz gezeichnet. Und dieser kleine Platz vor der Kirche konnte benutzt werden, wenn in der Kirche ein Amt vonstatten ging, konnten die Leute genauso gut vor der Kirche beiwohnen wie in der Kirche selbst. Oder wenn die Kirche voll war, konnte man vor dem Platz das miterleben. Das ist eine etwas verklommene und versteckte Möglichkeit. Aber vielleicht kann man dann nochmal nachhaken, weil das ist ja schon interessant, man braucht ja keine Kirchen mehr heute in dem Sinne, dass keiner mehr hin kann, man ja mal so von sagen. Also in den meisten Kirchen, wenn sie Glück haben, sind da sonntags noch so 10, 20 Mann. Ja. Und gleichzeitig zeige ich mehr, weniger. Und gleichzeitig zeige ich Vortrag ja die Wichtigkeit von diesem Stadtbaustein. Ja. Aber was ist Ihrer Meinung nach in der Zukunft eine Alternative zu dem Stadtbaustein Kirche, der eventuell in seiner Nutzung obsolet scheint? Haben Sie da Vorstellungen? Ich habe jetzt weiß auch nicht. Ja, mein Gott. Jedes Mal, wenn ich in meinem Heimatort Echternach in Luxemburg zurückkomme, und die Basilika besuche, die kann durch nichts ersetzt werden. Das ist ein Bautypus, der von den Römern schon ähnlich intensiv genutzt wurde. Und die steht einmal über tausende von Jahren da. Die wurde von dem heiligen Willibroch dort im 6. Jahrhundert hingestellt und wurde immer wieder vergrößert, bis sie nach den Zerstörungen des letzten Weltkrieges wieder relativ gut authentisch aufgebaut wurde. Aber das gibt es nur einmal in einem Städtchen oder in einer Stadt. Das kann man nicht in jedem Quartier gut. Gibt es da in meinem Bahnhofsviertel, wo ich aufgewachsen bin in Luxemburg, gibt es eine Herz-Jesu-Kirche, die von außen sehr banal aussieht. Und die hat innen drin im Chor und an den Seitenschiffen gigantische Gemälde von einer unglaublichen Qualität. Das habe ich vor kurzem wieder entdeckt. Das ist mir als Kind überhaupt nicht bewusst gewesen, wie großartig diese Malereien waren. Also gut, es kann passieren, ne? Ich habe auch eine Frage zu Ihrem Projekt in den Niederlanden. Da haben Sie ja gesagt, dass Sie quasi nur die Fassaden eigentlich noch entwerfen konnten, weil die Innenräume schon so reguliert waren. Und mich würde eigentlich mal interessieren, wie so Ihr Prozess war, wie Sie an diese Fassade herangegangen sind.
Also mit welchen wie sie die Elemente für die Fassade ausgewählt haben und wie sie das Ganze denn zusammengefügt haben, weil ich glaube, ich habe gar keine Vorstellung, wie man das jetzt macht, ohne den Innenraum einfach nur eine Fassade zu entwerfen. Ja. Dazu müsste ich natürlich jetzt Grundrisse zeigen. Ne? Und mein Lieblingsgrundriss für eine Wohnung ist die Dreischiffigkeit. Der Hauptraum und die Nebenräume daneben. Ne? Und den Hauptraum können Sie besonders, sagen wir mal, kräftig und überhöht zeichnen und die Nebenräume kleiner daneben. Ne? So ähnlich, wie Sie das in jeder Basilika auch haben. Und der Fassadenentwurf, ich glaube, da ging es konkret in der Frage darum, wie entwerfen Sie Fassaden? Ich? Ja, Sie. Ja, Kinder Gottes. Naja, dadurch, dass ich zum Beispiel an dem Beispiel Brandefurt, dieser Stadt für 20.000 Einwohner, so viele Kollegen an Bord hatte, musste ich mir natürlich mit aller Kraft einen Teil herausholen, um selbst als planender Architekt auch präsent zu sein. Und das war der Marktplatz. Gut. Dass er heute gut da steht und wir haben ihn besucht vor kurzem und ich war eigentlich ganz erstaunt, dass das gut läuft und gut angenommen wird. Das heißt, die Erdgeschosse sind in der Zwischenzeit als Geschäfte wunderbar genutzt und das würde nicht passieren bei einer miserablen Architektur. Da geht die Architektur konform mit der Funktion. Ja. Ich fand es sehr schön, dass Sie die Perspektiven, die Handzeichnungen und so weiter Ihrer Projekte im Wechsel auch gezeigt haben zu den Fotos der realisierten Projekte dort. Ich würde Sie fragen wollen, an welchem Zeitpunkt Sie die Zeichnungen erstellt haben des Entwurfs. Ist das die erste Zeichnung gewesen des Entwurfs, die Perspektiven, die Sie gezeichnet hatten? Oder ist das in der Mitte entstanden oder wann auch immer, weil ich teilweise schon auch überrascht war über die gebaute Gestalt und das dann realisierte Projekt im Vergleich zu den Perspektiven und den Zeichnungen, die Sie erstellt haben. Also an welchem Zeitpunkt, was wurde da die Zeichnung, die Rolle, die bei Ihrem Entwurf spielt? Na gut, wenn Sie das Glück als Architekt mal erwischt haben, ein paar Mitarbeiter im Büro gehabt zu haben. Mein letzter Bürostand war 20, 25 Mitarbeiter. Da müssen Sie sich als Kapo, als Chef dieser Unternehmung, müssen Sie sich verdammt anstrengen, mit der Truppe Schritt zu halten. Und zum Glück gab es die letzten Jahre eben die Möglichkeit, über Internet oder über Bildschirm sofort Kontakt mit dem entsprechenden Bearbeiter zu haben. Das heißt, ich konnte in Italien bei meiner Frau auf meinem Tempietto oben sitzen und Zeichnungen machen und die sofort nach Berlin schicken. Und bekam dann auch entsprechende Resonanz zurück und konnte praktisch interaktiv oder wie präsent im Büro sein, ohne physische Präsenz, ne? Durch diese technische Hilfe. Das heißt, wann was entsteht, ich habe natürlich die Entwürfe von Anfang an immer versucht, dem Büro vorauseilend zu gestalten. Und hatte zum Schluss eine Truppe von Leuten, die mir treu waren. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig, nicht, dass das Büro das wieder kaputt macht, was sie entworfen haben. Das ist nicht so einfach. Ne? Vor allem, wenn man sich erlaubt, ich lebte ja in Frankreich, ich lebte in Italien und das Büro war in Berlin. Ne? Und die Professur war in Wien. Das heißt, ich war ziemlich auseinandergerissen.
Dann hätte ich noch mal eine Frage. Erstmal vielen Dank für Ihren Vortrag. Wie sieht für Sie erfolgreiche Architektur aus? Nochmal. Wie sieht für Sie erfolgreiche Architektur aus? Nochmal, ich habe nicht verstanden. Also erfolgreiche Architektur, woran machen Sie das fest? Ich habe noch immer nicht verstanden. Erfolgreiche Architektur erstmal. Erfolgreiche Architektur ist, wenn Sie in Ihrer Jugend zurückblicken, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, bin ich wahnsinnig gerne von da, wo meine Großeltern lebten und wo ich ins Pensionat ging, in diese Benediktinerabtei. Der Weg dahin an all diesen Häusern, lokalen Häusern vorbei, war so erfrischend, dass es, auch wenn es keine Monumente waren, die Häuser in den Gassen, auch nicht anspruchsvoll von Architekten entworfen waren. Es waren anständige Häuser, wo Fenster, Fenster waren, Türen, Türen und nicht irgendwelche Bänder um ein Haus herumliefen oder abstraktes Zeug, wo die Elemente der Gestaltung der Architektur noch traditionell erfassbar waren. In Form von Türen und Fenstern und natürlich dann Innenräumen. Ja. Zur Authentizität in der Architektur. Und zwar, also wie Sie das vorgestellt haben, hat man das gemerkt, so alles, was Gutes war, schon in der Vergangenheit. Und irgendwie auch hier in diesem Architekturschule, man ist auch sehr immer unter Druck, was Neues zu machen. Ist das überhaupt, sag mal, notwendig? Oder wie sage ich das am besten? Ist es immer notwendig, originell zu sein? Zum Beispiel wie Le Corbusier, diese Kirche zum Beispiel. Oder soll dann die immer so sein wie früher? Also das. Wir können heutzutage so gut wie nichts neu erfinden in der Architektur, im Bauen. Es ist alles gemacht worden, quer durch die ganze Welt. Und alles, was neu und fremdartig dazu kam, ist meistens pervers. Entfremden. Und das ist die große Verlockung, die uns als Architekten so tagtäglich auf dem Tisch liegt, irgendetwas ganz neu zu erfinden. Was ist dann die Aufgabe dann von dem Architekten, das ganz wie früher zu bauen? Oder? Natürlich. Okay. Ja. Ich meine, wenn Sie es schaffen, so gut zu bauen wie früher, dann müssen Sie schon ein Genie sein. Das haben wir doch alles verlernt. Ich wollte jetzt doch noch mal eine Frage probieren, vielleicht passt die ja. Glauben Sie, dass der Bruch in der Architektur, also vor allem im Städtebau in Deutschland, auch der Erinnerungskultur geholfen hat? Also, dass, sag ich mal, wie wir unsere Städte heutzutage erleben, immer noch den Bruch in der Geschichte, wie er damals stattgefunden hat, aufrechterhält. Nochmal, können Sie das übersetzen? Das bisschen kommt, ja. Ob vielleicht der Bruch im Städtebau, den wir bis heute ja noch sehen in Deutschland, das betonen Sie ja auch, ob der nicht auch zu Teilen vielleicht Berechtigung hat, ja, weil er eine Erinnerungskultur aufrechterhält. Der Krieg war ja also auch ein gesellschaftliches Trauma. Also ich meine damit, so hätte man jetzt einfach die Städte wieder auf dem Grundriss aufgebaut, wie sie früher waren. Das wäre ja irgendwie so eine heile Welt dann gewesen. Dann wäre, genau, als wäre nichts passiert. Das meine ich damit. Ob das quasi auch irgendwie den Bruch in der Geschichte darstellt. Also, ja, ich weiß nicht. So, ist mein Gedanke nur dazu. Ich habe das noch immer nicht so richtig kapiert.
Also ich kann... Sag ich mal einfach. Von der kritischen, von der Rekonstruktion von Softwarestätten. Also finden Sie das im richtigen Weg? Also zum Beispiel in Dresden zum Beispiel ist ja der Neumarkt die komplette Innenstadt wieder abgebaut. Finden Sie das legitim? Nochmal, was? Sehe ich das legitim? Ja, der Wiederaufbau von komplett zerstörten Stadtgebieten. Also ich habe während meiner Schülerzeit in Echternach erlebt, dass der Ort schöner wieder aufgebaut wurde, als er früher war, mit denselben Mitteln. Aber was die Mittel sind, das müssen Sie natürlich als Student erfassen. Wie man eine Tür schön macht, wie man ein Fenster schön einrahmt, wie eine Balustrade zu machen ist, wie ein Sockel zu gestalten ist, wie eine Attika oben zu gestalten ist, wie ein Dach oben mit seinen Laternen zu gestalten ist. Das brauchen wir alles nicht neu erfinden. Es ist natürlich furchtbar frustrierend für Sie zu hören, dass nichts zu erfinden ist in dem Beruf. Ich kann mich nicht richtig verwirklichen. Natürlich können Sie das. Ich hätte zwei Fragen zu Ihren Skulpturen. Und zwar zum einen sind Ihre Skulpturen unterschiedlich nah an der Realität. Also manchmal wirkt es etwas plumper und manchmal wirkt es sehr, sehr anatomisch korrekt. Ist das eine Weiterentwicklung von Ihnen über die Zeit oder machten Sie das je nachdem, was Sie zum Ausdruck bringen wollen? Ich versuche relativ in den Skulpturen relativ naturalistisch getreu zu arbeiten. Und wenn etwas gröber aussieht, dann ist es eine Skizze geblieben. Aber wenn es dann später ausgeführt wurde, in den letzten Gebäuden in Bilbao habe ich 25 Figuren groß selbst gemacht und die dann an den Bau anbringen lassen. Ne? Und die zweite Frage wäre, ob Sie sich diesen Schmuck oder diese Kunst am Bau allgemein wünschen, dass es mehr passiert, oder soll das Ihnen gar keiner nachmachen? Also ist das Ihr Ding? Na, dieser Terminus Kunst am Bau ist schon diskriminierend genug. Den sollte man ruhig mal lassen. Ne? Entweder ist der Bau so stark als Kunstwerk, dass man das gar nicht erwähnen braucht. Aber Kunst am Bau, das heißt zwischen den Fenstern noch irgendeinen Dekor anbringen, ist entwürdigend. Oder sehen Sie das anders? Entwürdigend für den Bau oder für die Kunst? Oder für den für beide. Für beide. Ich habe auch noch mal eine Frage, und zwar, Sie haben ja sehr intensiv gelehrt und konnten so anhand der Studierenden ja quasi in die Zukunft blicken. Wo sehen Sie denn Chancen oder Probleme von heutiger Architektur? Ich kann leider nicht lauter sprechen. Kann ich das noch einmal sagen? Ich habe das nicht verstanden. Ja, ich kann nicht lauter sprechen. Sie haben ja sehr viele Studenten gehabt in Wien. Sie haben ja... Ich hatte in Wien 1000 Studenten im ersten Jahr. Genau. Und Sie haben das auch sehr lange gemacht. Also ja, von 75 bis 98. 26 Jahre lang. Genau, da konnten Sie im Prinzip an der Zukunft werkeln. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass sich die Studierenden verändert haben in dem Jahr? Haben Sie so eine Idee, wo sich das hinentwickelt? Ja, ich habe dummerweise keine meiner Studenten so ein Feedback erfahren. Ich hoffe, dass es einiges geblieben ist, aber ich hoffe nur. Ja, ich hätte fast noch eine letzte Frage. Mich würde interessieren, dass wir eigentlich mehr Mut im Städtebau brauchen. Das haben Sie ja gesagt. Nochmal. Wir brauchen mehr Mut. Ja. Wir müssen uns mehr trauen im Städtebau. Wie müssen wir das machen?
Sag mal, wenn man ein Projekt hat in einem Ort, irgendwo in Deutschland oder in Frankreich oder in Belgien oder in Holland, muss man zuerst einmal rundherum schauen gehen, was schon gebaut wurde. Und ich hatte in Brandenburg die schönsten Objekte rundherum schon stehen. Man brauchte gar nicht weit rumrennen. Und die ganzen Amerikaner, die ich dort in Rom eingesammelt habe, die sind nach Holland gekommen und haben wochenlang holländische Häuser gezeichnet. Und dann einen Baublock mit 70 Häusern rundherum selbst gestaltet. Und das habe ich erzählt, mein Büro hat das dann baubar gemacht und es wurde gebaut. Von den Studenten. Und ja. Das müssen wir auch in Hannover machen. Okay, gut. Herr Grehe, vielen Dank für den Vortrag und nochmal einen schönen Applaus. Danke, danke. Ich habe